Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zu einem neuen Unboxing-Video. Wir wollen den Wireless Speakerphone, das steht hier, Wireless Speakerphone, Office Core M2 unboxen, was alles mit bei ist. Müssen wir erstmal nur gucken, wie wir den jetzt hier aufkriegen. Und nachher werden wir den dann auch gleich mal testen. Ihr könnt den am PC anschließen, ihr könnt ihn ans Handy anschließen, als Konferenzlautsprecher oder so. So. Da haben wir beide Speakerphone, Office Core M2. Hier so ist er abgebildet. Die Seiten sind blau. Hier sind wir hier drauf. Vier Mikrofone, 360 Grad, HD-Telefonie, also HD-Sound, Automatic Noise und Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows, nee, Mac OS und Chrome OS von Emmet. So, ich bin mal gespannt. Immer hier das Benutzerhandbuch in Englisch, ja, dann Chinesisch und Japanisch, denke ich mal, oder Chinesisch, Koreanisch, ich weiß es nicht. Deutsch, Italienisch, Espanol und Französisch. Auch was mit bei ist. Also es gibt den M2 und den M220. Wo ist da der Unterschied? Die sind gleich, das ist auch gleich. Ach, zweimal, einmal, auch zweimal, einmal ist der wohl ein Doppelpack. Okay. Und Deutsch ist Seite 22. Siebzehn, 19. 22. So, gucken wir uns mal an. Wir haben Bedienelemente an der Seite, oben. Auch alles gut erklärt. Mit dem Handy, mit dem PC, mit einem Bluetooth-Adapter, also mit Laptop. Schließen Sie das Gerät. Audio-Adapter A20 an ein PC. Funktionsbereit verbinden. Schließen Sie das Gerät über USB an den PC. Dann ist das funktionsbereit. Schließen Sie das Gerät über E-Mail-Audio-Adapter im PC. Aha, okay, da ist auch ein Audio-Adapter vielleicht sogar mit bei. Da müssen wir mal gucken. Also wir können es mit Kabel anschließen oder mit einem Bluetooth-Stick. Oder wir können es halt mit dem Handy mit Bluetooth verbinden. Ah, hier ist es nochmal abgebildet mit vier Leuten am Tisch oder mit sechs Leuten am Tisch. Batterieprüfen. Ach, hier außen ist ein Batterieprüfring. Wir können an USB machen oder an einen Wandadapter mit 5 Volt. Oder mit Klinke könnten wir es auch an ein Handy schließen. Dann müsste da mit Klinke da vielleicht auch beim PC funktionieren. Und dann kommt schon Italienisch. Okay. Super. Packen wir das mal beiseite. So. Haben wir einmal das Heft. Und dann haben wir hier LED-Button. Ja, das ist der Adapter, E-Meet Audio Adapter A200. Dann ist der wohl doch mit bei. Und das soll man hier finden und einstellen können über die Computereinstellung oder Audioeinstellungen. Das mache ich dann alles am PC. Da werde ich dann mit einer anderen Software aufnehmen. Jetzt geht es ja erstmal nur ums Unboxing. Und uns angucken natürlich, eventuell Karte, ist klar. So.
Dann haben wir hier den Adapter. Ich packe das mal alles so ein bisschen, dass ihr das im Überblick habt, was da mit bei ist. So. Dann haben wir hier noch Kabel, die werde ich euch auch gleich zeigen. So, und zwar haben wir dann hier halt noch einen USB zu USB-C. Das finde ich schon mal sehr gut, USB-C, dass man nicht so viele verschiedene Kabel rumliegen hat. USB-C ist da gut und schnell. Dann einen Klinke zu Klinke, also 3,5 mm Klinke zu 3,5 mm Klinke mit drei schwarzen Streifen, also Stereo plus Mikrofon. Und dann haben wir hier diesen A200 Adapter, diesen Bluetooth Adapter. Den werde ich auch da erstmal drinnen lassen, sonst kommt der mir nur abhanden. Und jetzt packen wir das Gerät mal aus. Ich finde es auch schön, dass eine Tasche mit bei ist. Weil man braucht ja so nicht immer im Konferenzraum. Und dann kann man den schön ins Schubfach packen. Hat ein bisschen was von einem Amazon Echo. Hier haben wir an und aus, annehmen, zurück, minus laut, okay, und hier auf den Seiten, was haben wir hier? Ach, das sind die Mikrofone, denke ich mal. Ah, hier. Hier haben wir die ganzen Anschlussmöglichkeiten, einmal den USB für Strom, den Klinkeranschluss. Rot ist für Out, steht auch da. Ich hoffe, das kann man halbwegs sehen. Und das wird, denke ich mal, ein Eingang sein. In, ja, in. Und der, da müsste ich nachlesen. Ne, das ist einfach nur zum Halten von dem Stift hier. Sieht man das? Da. Ja, ist ein bisschen, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, von oben zu filmen. Tut mir leid. So, und hier sind dann die Mikrofone. 2, 3, 4. Die haben wir angefangen. Hier unten ist auch ein dünner Gummifuß. Das ist hier. Da fässt sich ein bisschen Gummi an, aber nicht so gummimäßig wie das hier an der Seite. Ist da auch noch Strom drauf? Machen wir die Aufkleber ab. Haben wir hier noch einen separaten Einschalter oder irgendwas? Habe ich da was übersehen? Nö. Nee, weiter können wir jetzt nicht testen. Das können wir dann erst im Testvideo machen. Ich muss den erstmal laden. Aber das ist ja kein Problem. Zack. Zack, hier raus. Na, komm. Oder wartet mal, vielleicht ist es lang genug, dass ich euch das ja so auch nochmal zeigen kann, wie es aussieht, wenn es an ist. Müsste eigentlich reichen von der Länge her vom USB. Und alles weitere dann natürlich im Hardware-Video. Wir werden das erste Mal anschließen und so. So, ach, jetzt leuchtet es hier grün. Oder blinkt so ein bisschen grün. Hier ist es. Ah ne, das ist jetzt silberne. Das sah aus, als wenn es da weiß ist. Können wir mal versuchen. Vielleicht kriegen wir ihn ja an. Will ich aber erstmal nachlesen. Wie der jetzt hier angehen soll.
Ist die 7. Power ein und Power aus. Gedrückt halten. Batteriestand. Und gedrückt halten. Ah, jetzt ist er an. So ein bisschen wie Alexa, habt ihr das gesehen? Blaue hier. Ja, auch mit dem Ring. Rot, dass man dann halt. Also mein Ziel werdet ja über den Klinkeanschluss den an den Echo Dot im Flur anzuschließen und das dann halt auf den halt auf den Schuhschrank stellen oder so. Also weil der Echo Dot oben an der Wand ist und so. Entschuldigung. Weil der Echo Dot wirklich im Flur einen scheiß Sound macht, wenn ich Drop-In mache und mit der Großen unterwegs zu telefonieren oder so oder was Bescheid zu sagen oder zu fragen, ob sie noch was braucht, wenn wir gerade irgendwo einkaufen sind oder so. Du verstehst über den normalen Echo Dot manchmal sehr, sehr schlecht. Entschuldigung, bin gerade am Wackeln. Und da wäre es halt hier. Voice on. Voice off. Voice on. Aus. Der Startsound, den finde ich gut. Wisst ihr was? Wir verbinden den einfach mal mit Bluetooth. So, jetzt werden wir das einfach mal testen. Ich mache jetzt einfach mal Bluetooth an. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie können wir denn Bluetooth? Bluetooth-Taste ist die zweite Taste. Ah, das ist die hier oben. Halten wir mal gedrückt. Ist meistens gedrückt halten. Wird erstmal wieder anmachen. Und Bluetooth. So. Ah, hier steht er schon. E-Meet M2. Koppeln. Und ja, wir haben ihn jetzt gekoppelt für Medien und Kontakte. Lasse ich weg und für Anrufe. Absolute Lautstärke. Okay. So. Wartet mal, jetzt muss ich mal kurz Musik suchen. Ach, ich gehe einfach auf Spotify. Ich gehe einfach auf Spotify und nehme nochmal Nemesis. Nein, danke, nicht empfehlen. Ich hab ja noch Nemesis offen. Oh, da geht wieder der blaue. Okay, und was passiert hier? Ah. Also der Sound ist gut, muss ich sagen. Hätte ich jetzt so von dem kleinen platten Ding da nicht gedacht. Voice an.
das hört sich schon mal sehr gut an. Was ist die obere Taste? Die 1 ist die KI. Rauschunterdrückung ein und A. Voice are you off. Voice are you on. So. Werden wir mal kurz meine Tochter anrufen. Mal testen. So. Ah, jetzt leuchtet sie grün. Jetzt nicht bei, die ist nämlich oben bei der Kleinen. Aber ja, rufen wir Mama an. Dann rufen wir die Mama an. Mutti. Ach, seht mal, da geht der Balken runter. Funktioniert alles super? Muss ich denn natürlich pixeln, wenn die Telefonnummer ist, klar. Ja, Kruzifix, kann doch nicht sein, dass keiner erreichbar ist. Ist doch nicht. Rufe ich meine Freundin an. Auf Haustelefon am besten. Auf Haustelefon. So. Die sind ja alle oben. Da muss jetzt aber einer rangehen. Ja. Ja, Icke. Ja. Wo hast denn du dein Handy? In meinem Zimmer. Hab ich gehört. Ja, wieso? Ja, weil ich gerade anrufe, um einen Lautsprecher zu testen. Also so einen Konferenzlautsprecher. Ja. Hörst du mich gut? Wieso? Jetzt höre ich dich. Na, hörst du mich gut oder nicht gut? Na gut. So wie mit Telefon oder schlechter? Mama! So wie mit Telefon. Also so gut, wie man dich hier hören kann. Okay. Ich höre dich auch sehr gut. Das ist gut. Das ist sehr gut, dass ich dich sehr gut höre. Ja, ich wollte mein Handy bloß unten lassen. Ja, das ist ja sehr gut. Das ist schön. Musst du den nicht immer mitschleppen. Ja, ist jetzt gut? Jetzt ist gut, ja. Kannst du auflegen. Okay. Ich bin alles vorlegen kann. Ja, gut, dann tschüss. 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 Ciao. Ich habe gedacht, jetzt geht das Grüne irgendwie rum und leuchtet noch anders oder so. Aber war sehr laut. Man hat alles deutlich verstanden. Aber ich glaube, hier ist gar keine Batterie eingebaut. Ich glaube, hier ist gar keine Batterie eingebaut. Müsste ich mal nachlesen. LED. Ja, aber doch, der hier ist ja auch ohne Kabel abgebildet. Nee, vielleicht nicht immer mit abbilden. KI-Rauschunterdrückung. Okay, also da ist so eher eine Rauschunterdrückung mit bei Dezibel, Volt, also von, doch, Akku. 2600 Milliampere. Ja, reicht ja für ein bisschen Quatschen. Ja, also würde ich sagen, dann packen wir das jetzt erstmal wieder ein. Es funktioniert. Man kann alles gut hören, sehr gut hören. Das nächste Video werden wir dann mal machen, wenn wir das am... Oh, was war das? Ist es aus? Werden wir dann machen, wenn wir das am PC anschließen.
Und dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich glaube, ich werde das dann auf Dauerstrom machen. Und dann halt mit einmal den Strom halt zur Steckdose und dann den zum Echo und dann funktioniert das doch gleich mit dem Echo viel besser. Weil ist der Echo, also was ich da habe, ist der Echo 3, nee 2, also dieser halbe, also dieser kleine, flache, ja, also so rund und so flach, was das auch mit Uhr gab. Der Lautsprecher funktioniert sehr gut, also sie hört mich ja sehr gut, aber die Mikrofone von dem Echo, die sind, sagen wir mal, was ist das Gegenteil von gut? Ja, schlecht. Also da habe ich schon wesentlich bessere erlebt. Jetzt ist mein Gummi weg. Ja, egal. Na, da ist er. Das ist dann halt schon sehr nervig. Vor allen Dingen, wenn du unterwegs bist und dann nichts hörst. Das muss ich dann auf jeden Fall mal testen. Und auch für den PC, habt ihr ja gesehen, kann man auch am PC anschließen. Ist auch sehr gut geeignet. Adapter ist mit bei. Man muss nicht nur mit Kabel anhaben. Man kann auch, wie gesagt, per Akku betreiben. So. So, jetzt wird das erste Video auch gewesen sein, denke ich mal. Ich wollte ja eigentlich nur ein Unboxing machen. Aber wir werden es noch weiter testen. Wir werden das nächste Mal am PC testen, aber das werde ich dann anders aufnehmen. Dann werden wir uns die Software nochmal angucken. Also Software ist es ja nicht, aber was wir denn einstellen können bei Audiogeräten. Und dann nochmal einen Testanruf machen, logischerweise. Und dann bin ich mal gespannt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.